Ja, Jon Mogge, ein Prestigeduell mit Nervenkitzel geht vorbei. Erstmal auch Glückwunsch zu deinem Tor. Du bist dann später in die Partie reingekommen. Wie hast du bis dahin die Partie gesehen? Ja, also erstmal Dankeschön. Das Spiel war eng. Das wussten wir aber vorher, weil Fulda spielt nicht die Saison, die sie spielen wollen. Aber es ist eine super Mannschaft eigentlich und war ein enges Spiel und ja, war ausgeglichen. Am Ende dann verdient meiner Meinung nach gewonnen. Aber in der Höhe, naja, sind wir froh drüber, 4 Tore zu schießen, aber Hauptsache gewonnen. Wie hast du den Elfmeter gesehen? Ja, ich stand da, ich habe mich noch warm gemacht. Meiner Meinung nach muss Ziege nicht runtergehen, er berührt ihn. Ich denke, das ist schon ein Elfmeter, ja, kann man geben. Dann haben die Löwen sich ja gut zurückgekämpft, auch dank deines Tores dann am Ende. Wie seid ihr vor der Partie hier reingegangen? Es gab ja auch ein Gespräch mit den Fans. Du selber warst nicht dabei. Was haben die Mannschaftskollegen berichtet? Ja, sie haben gesagt, das war ein entspanntes Gespräch. Da wurde mal alles ausgetauscht, was für Probleme im Verein sind und dass wir keine Profimannschaft sind. Und ja, wir haben die Woche ein bisschen spaßiger, aber auch ernsthaft gestaltet. Und deswegen, ja, denke ich mal, das haben wir auch gezeigt im Spiel. Und ja. Jetzt seid ihr schön gefeiert worden von der Kurve nach diesem schönen Sieg. Das macht doch Spaß und so kann es ja natürlich weitergehen. Auf jeden Fall. Siege kann man immer feiern. Am besten jedes Wochenende. Vielen Dank, Jon Mogge. Gerne schön.